Ich kann ohne Musik nicht arbeiten. Ich brauche Musik. Aber ich kann nicht jede Musik hören. Klar. Die stört mich. Zum Beispiel würde mich niemals ein Bach, Johann Sebastian Bach, stören. Mich würde niemals an Karol Szymanowski stören. Mich würde niemals ein Gustav Mahler stören. Niemals ein Schubert. Sehr stören tut mich oft zum Beispiel Mozart. Es tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber es ist so. Und Richard Strauss. Das... Srpkinja, eine Serbin, hat die Form eines Johann Sebastian Bach. Eine Form, eine großartige Form, ne? Eine großartige Form. Eine Ungarin hat die Form eines Richard Strauss. So, hat man damit aus und damit Morgano geschult? Wie ein Walzer. So ja, wie ein Walzer. Nicht? Und das ist mir sehr wichtig. Und zwar, mir ist es ganz wichtig, ich habe nach einem Musikstück das gemalt. Einem Musikstück. Und da habe ich diese Form schon, diese. Nicht? Diese Form. Diese Formen und so. Und hier, das ist für Cello und Klavier transkribiert. Es ist für Orgel komponiert von Bach. Ja. Und er hat es für Cello und es wird wunderbar. Ja. Sehr interessant ist dieses da, dieses Bild. Bitte. Auktion. Auktion. Kunstversteigerung. Versteigerung. Ja. Da ist das Ding mit der Glocke. Mit der Glocke, ja. Mit der Glocke. Da ist das Telefon. Und er. Erst, zweiten, dritten, erst, zweiten, und so. Und hier ist von mir ein Bild. Hier auch. Und das ist von einem amerikanischen Maler, den ich sehr mag. Das ist Milton Avery. Da hinten. Das ist eine andere Frau als die da. Nicht die, zum Beispiel. Das ist eine Waroschki, Grazki. Grazka Dame. Und das können sehr natürliche Bauernfrauen sein, sehr, sehr mütterlich. Nicht? Die warten auf das Kind, dass es zurückkommt. Ja. Auf die Kinder, nicht? Und so. Vidite, to je moje baka. Tu. Tako, on sedi malo tako. Ah, da komme ich bei Jahren. Das ist mein Schatz. Schauen Sie, diese Haltung von der Frau. Also sagen wir jetzt, ist nur eine Form. Aber die Haltung, schauen Sie mal. So, nicht? Und hier bin ich mit Hund. Ich tue meine Mama. Ohne Biodama, aber ich ruhig. Und ich habe als Kind meine Mutter lieber gehabt mit so einem Kopftuch, wenn es gehabt hätte, und so ein Leiberl an und so. Und sie war immer nur mit Hüte und mit schönen Kleidern. Kind an Kind mag immer Eltern und Großeltern, die Maramu haben und so. Es ist so. Also immer der jedno bis Tankstelle. Wenn es gekommen. U Amerika, Pennsylvania, U Pennsylvania.
A vidite, to je drugi forma kako te i kako... To, tu, tu, vidite. Naslijem, naslijem. I onda... I tu je nešto Amerika. To je nije kod nas. To je Ameriko. U New York. A tu vidite, to je New York. A to je isto kako u Vršacu. To vidite, tu sedi na ulicu i u kafanu i tu vidi ljudi. Tako je njela, šansi si ih da zna. Nu, Robert, die pseudomala hätten jetzt gesagt, ja gut, aber das ist nicht vollendet. Wann willst du das vollendet? Man sieht kein Gesicht und so weiter. Da ist mehr drin, da ist mehr drin, als man bräuchte. Weil hier ist die Physiognomie und die Haltung, die Bewegung noch mit einbezogen. Immer Judi. A vidite kako forma Judi ima. To je u New York tamo Metropolit muzej. Ja sam bio tamo gore, ne? I Robert, eine Frage. Man sieht jetzt New York und wenn man genau schaut, man sieht an der Wand eine Ikone. Ja. Man sieht bei dir auch hier im Atelier mehrere Ikonen und man sieht in deinen Grafiken und so weiter. Was inspiriert dich, dass du Ikonen malst? Es ist die Vergeistigung eines Bildes. Und wenn es nur ein Hauch ist von Transzendentia, da dobimo usovu. Und hier ist das. Die haben das nicht dort gehabt, dieses Bild. Ja. Das, nein, das. Man sucht Gott. U celo živo traži ljudi Bog. Zato ima u sobu uvijek ikonu. Wir haben es auch gehabt, immer war die Ikone da. Naja, wissen Sie, es war auch so, dass da war die Ikone, das Brot, Leber, auf die Stellage, Brot, und oben oder unten hat er die Ikonen zum Trocknen gehabt. Da gibt es sehr radikal. Das kann sehr, sehr radikal sein, wie die Idee.